Moin, moin. Mein Name ist Jürgen Schaffner. Ich bin 62 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und lebe in Hohenaspe im Kreis Steinburg. Besonders aus dem letzten Jahr kennen mich bereits zahlreiche Züchterinnen und Züchter aus Gesprächen auf Turnieren oder Zuchtveranstaltungen in Schleswig-Holstein. Ich freue mich jedoch, mich mit dieser Videobotschaft Ihnen erneut vorzustellen. Wie Sie an meiner Aussprache erkennen können, bin ich in Darmstadt in Hessen geboren und dort bereits in der Jugend durch meine pferdebegeisterte Familie zum Springsport gekommen. Was habe ich dort gemacht? Ich habe Ausbildung von jungen Springpferden von der Remonte bis zur Parcoursreife. Selbst habe ich Erfolge im Springsattel bis zur Klasse S als Amateur. Ich habe 4 S-Springen gewonnen und war über 40 Mal in schweren Springen platziert. Neben Beruf und eigener Reiterei war ich auch über 25 Jahre in unserem örtlichen Reiterverein im Vorstand, davon mehrere Jahre als Vorsitzender. Außerdem war ich über 15 Jahre im Vorstand des Kreisreiterbundes. Kenntnisse über Organisationen und Abläufe im Reitsport sind mir von daher sehr gut bekannt. Von Beruf bin ich gelernter Industriekaufmann und war 30 Jahre im DAX-Konzern Merck in Darmstadt beschäftigt, im Vertrieb und im Projektmanagement. Dort bin ich in Leitungsaufgaben reingewachsen. Im Jahre 2007 bin ich dann zu Kühn & Nagel, einem weltweit tätigen Logistikdienstleister mit 80.000 Mitarbeitern, ins Management gewechselt. 3 Jahre davon war ich in der Schweiz. 2010 bin ich innerhalb von Kühn & Nagel nach Hamburg gewechselt und dort nun leitender Angestellter und Pokerist, Gesamtverantwortlicher für die Abwicklungen mit Bayer. Alle wichtigen Niederlassungen von Bayer habe ich weltweit persönlich besucht und schlage hier die Brücke zum Holsteiner Verband. Auch der Holsteiner Verband muss sich in Zukunft weiterhin global aufstellen und deutlich mehr als bisher in Reitsport begeisterten Ländern aktiv werden. Im kleinen Rahmen habe ich bereits in Hessen Pferde gezüchtet. Aber als ich dann in den Norden kam, bin ich begeistert auf das Holsteiner Pferd umgestiegen. Mit meinen Holsteiner habe ich es in den letzten Jahren wie folgt gehalten. Wie auch in den letzten Jahren kaufe ich mehrere Fohlen aus verschiedenen Hengsten und ziehe sie auf. Meine 3-jährigen Stuten gehen zum Stutentest und letztes Jahr war eine Stute besonders erfolgreich. Sie war Siegerstute in Kreis Steinburg und hat sich qualifiziert für Elmshorn. Die aufgezogenen Pferde lasse ich anreiten, auf Turnieren altersgerecht vorstellen und bei vorhandenem Potenzial bis zur schweren Klasse ausbilden. Im letzten Jahr war ich sehr stolz, dass ich ein Pferd aus meinem Bestand für das Bundeschampionat in Warendorf qualifizierte. Meine häufigen Besuche auf Sport- und Zuchtveranstaltungen haben zu zahlreichen Gesprächen mit Ihnen, liebe Züchterinnen und Züchtern, geführt. Zwischenzeitlich kennen mich sehr viele und sprechen mich auch ganz offen an, was ich sehr begrüße. Durch all diese Gespräche habe ich Hinweise und Anregungen für die Vorstandsarbeit erhalten. Ich freue mich auch zukünftig auf viele persönliche Gespräche mit Ihnen und den Delegierten, um so gemeinsam die Zucht der Holsteiner Pferde erfolgreich voranzubringen. Die Arbeit im Vorstand ist, seitdem Ulrich Stoiber den Vorsitz übernommen hat, konstruktiv und zielorientiert. Mit Respekt und gegenseitigem Vertrauen wird offen und ehrlich über die Belange des Holsteiner Pferdes gesprochen. Und anschließend werden dann gemeinsam Entscheidungen getroffen und getragen. Das alles hat mir an der Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr sehr gut gefallen. Es kostet zwar viel Einsatz und kostbare Zeit,
Aber ich habe die Vorstandsarbeit nicht als belastend empfunden. Auch zukünftig möchte ich mich mit gleichem Engagement einbringen. Erstrebenswert als Vorstandsmitglied des Holsteiner Verbandes sind mir folgende Hauptpunkte: Den Zusammenhalt in der Züchterschaft fördern, denn dies ist der Hauptpunkt. Gemeinsam sind wir stark. Alles andere schadet nur. Konstruktive Hinweise und Anliegen von Ihnen, liebe Züchterinnen und Züchter, werde ich weiterhin in den Vorstand einbringen. Eine positive und bessere Einbindung der privaten Hengsthalter ist für unseren Zusammenhalt im Holsteiner Verband wichtig, um Lagerbildung zu vermeiden. Der Standort Elmshorn als Zucht- und Sportzentrum für Holsteiner Nachwuchspferde von Züchtern und Züchterinnen ist auf jeden Fall zu fördern. Information und Kommunikation zwischen Züchterschaft, Delegierten und Vorstand, zum Beispiel durch Züchtertreffs, Vortragsveranstaltungen hier im Foyer des Holsteiner Verbandes und so weiter, sind zu verbessern. Die Jungzüchterinnen und Jungzüchter sind durch verantwortungsvolle Einbindung in Arbeitsgruppen, Ausschüsse und so weiter zu fördern. Die Vermarktung bei Online- und Hybridauktionen sowie aus Züchterstellen ist zu unterstützen. Dies gilt besonders für unsere neue junge Vermarktungsleitung. Und als letztes, die Außenwirkung des Vorstandes gilt es weiter zu verbessern. Wir sollten mehr über unsere Pferde sprechen und weniger über Personen. Diese aufgezählten Aufgaben sind meine Ziele, um das Holsteiner Pferd international wieder nach vorne zu bringen. In diesem Sinne werden dann auch Sie, liebe Züchterinnen und Züchter, davon profitieren. Dafür will ich mich gerne weiterhin mit Fleiß, Bereitschaft und sachlicher Arbeit im Vorstand einbringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Züchterinnen und Züchter, mir das Vertrauen aussprechen zur Fortsetzung meiner Vorstandstätigkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.